Ich nenne das wirklich. Hallo und willkommen zu Chrissys Kopfkino. Ich bin heute zu Besuch bei die Filmlounge, den lieben Dominik. Hallo. Und wir machen heute Halloween-Videos. Und in meinem Video geht es darum, dass wir euch Filmtipps geben zu Halloween-Filmen, die aber für Angsthasen geeignet sind. Und das seht ihr dann jetzt. Die folgende Review reflektiert nur meine eigene Meinung. Chrissys Kopfkino. Keine Filmkritikerin. Nur ein Mädel, das auf Filme steht. I think I get frightened really easily, so yeah. How about you? Yeah, I don't watch them too often, because I'm probably a bit of a wimp. Like me too. Lieber Dominik, beginne doch. Welchen Film kann Hello, man sich Chrissy. Deiner Meinung nach an Halloween angucken, ohne danach sich in die Hosen zu machen? Ich habe jetzt ja auch 5 Filme mitgebracht, wir wechseln uns ab, meine steigern sich. Wenn ihr meine steigern sich auch. Gar nichts traut, dann starten wir doch mit einem Animationsfilm. Monster House finde ich eigentlich ganz charmant, total süß und schön. Mit einem Haus, was so ein bisschen gruselig ist. Ist für einen Animationsfilm definitiv gruselig, kann man sich aber total gut angucken. Und das ist jetzt echt so der erste Schritt. Wenn man sich nichts traut, dann startet man mit Monster House und sieht einen richtig coolen Film, der aber auch so 2, 3 gruselige Momente hat. Da muss ich mir den angucken, weil den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Und ich starte auch mit einem Animationsfilm, beziehungsweise direkt 2. Hotel Transylvanien 1 und 2. Da habt ihr nämlich die typischen Halloween-Gestalten, Graf Dracula und so weiter. Aber alles so total humorvoll und modern verpackt. Und da haben sogar die Monster Angst vor den Menschen eher. Ja, ich spreche gut. Da. Guckt euch nur die 2 Sekunden mit mir. Könnt ihr euch dann geben, wenn ihr sonst bei anderen Filmen zu empfindlich seid. Das heißt, theoretisch kann man ja schon einen Halloween-Animationsfilmabend machen. Mein zweiter Film, den ich mit habe, der geht jetzt schon ein bisschen, wobei der ist auch sehr, sehr lustig, ist auch eher eine Parodie auf Scream, nämlich Scary Movie 1, hat aber eben auch Horrorfilm-Elemente, man erschreckt sich auch ein paar Mal, ist aber eher sehr, sehr viel Klamauk, ist aber, glaube ich, trotzdem sogar ab 16 damals freigegeben gewesen. Ja, und der Twist am Ende ist zwar abgeguckt, aber hat mich voll schockiert. Also der hat auf jeden Fall auch Elemente, man kann halt eben lachen, aber das wäre jetzt so Schritt 2 Richtung, ich schaffe irgendwann mal einen richtigen Horrorfilm zu schauen, würde ich bei Scary Movie weitermachen. Ein Film, der auch sehr lustig ist und meiner Meinung nach nicht wirklich gruselig, aber spannend, ist Zombieland. Ah. Richtig, richtig cooler Film. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, es ist ein Post-Apo-Zombie-Film. Und einen jungen, nerdigen Typen, der seine ganz eigene Art und Weise hat, in der Postapokalypse zu überleben. Ja, genau! Nach dem Film haben wir gegoogelt erstmal, weil es Twinkies nicht in Deutschland. Ja. Nee, ich kannte die, aber ob man die irgendwie bestellen kann. Wir hatten so Heißhunger auf Twinkies danach. Und ein geiler Super Auftritt von Bill Murray. Also auf jeden Fall ein saucooler Film. Ja, auch Horrorkomödie, aber passt das ja. Ich habe eine Horrorkomödie, aber Zombieland mega cool. Und finde ich auch für so einen Halloween-Videoabend sehr gut geeignet, weil es macht halt dann Spaß. Und es ist für mich ein klassischer Videoabend. Finde ich auch, stimmt. Der passt. Mein dritter Film wird jetzt schon ein bisschen spannender. Ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Film, aber hatte durchaus eine gute Stimmung. Das Geisterschloss. Liam Neeson ist dabei, Catherine Zeta-Jones. Kam, glaube ich, 99 in die Kinos oder so um den Dreh. Habe ich damals auch im Kino gesehen, heißt FSK 12. Aber ist eben so eine Gruselgeschichte. Es gibt so 3, 4 Momente, da gruselt man sich auch, ist aber eben jetzt nicht witzig und keine Komödie, sondern ein klassischer Spukfilm. Und den kann man sich dann so als nächsten Schritt auf jeden Fall geben. Habe ich auch noch nicht gesehen. Kommen wir jetzt zu einer makaberen Horror-Komödie, eigentlich eine Parodie. Tucker and Dale vs. Evil. Ja! Ist so lustig. Kann ich empfehlen mit Zombieland zusammen dann? Genau, zuerst Zombieland und dann Tucker and Dale vs. Evil. Der ist eigentlich auch gruseliger gemacht, aber auf ironische, sarkastische Art und Weise. Und erzähl mal ein bisschen was zu dem Film. Genau, die drehen das ja genau um. Normalerweise kennt man immer halt, wenn Jugendliche in den Wald fahren, dann sind da 2 seltsame Gestalten, die dann alle umbringen. Und da ist es jetzt genau umgekehrt, die beiden Hinterwälder sind eigentlich voll nett, aber die Jugendlichen, das sind halt echt voll die Arschgeigen und die wollen denen eben irgendwie so das Leben schwer machen, aber so wie der Zufall es will und nimmt er halt dann einfach dieses ganze Jahr, alle Jugendlichen sterben ja in den Horrorfilmen immer, dreht da ein bisschen um. Ist also sehr, sehr cool. Mein nächster Film ist ein Film für Johnny Depp Fans, ist jetzt eben auch jetzt nicht der klassische Horror, aber ich glaube, dass man von dem kopflosen Reiter in Sleepy Hollow auf jeden Fall Angst bekommen kann. Wir wollen jetzt langsam so ein bisschen steigern. Der ist schon ziemlich gruselig. Ist schon auch gruselig, ne? Hat auch so ein paar Fantasy-Elemente, wie ich finde, aber so in sich auf jeden Fall ein sehr, sehr düsterer Film. Und wenn man jetzt die ersten 3 von mir und auch
auch deine ersten Reihe so überlebt hat, kann man sich so langsam, aber sicher Richtung Erwachsenenfilme für, nicht nur für Angsthasen, wobei Tucker and Dale vs. Evil, wenn ich da an eine bestimmte Szene denke, nicht auch nur für Kinder, ne? Aber, aber Sleepy Hollow ist auf jeden Fall ziemlich cool und meiner Meinung nach passt auch Johnny Depp da in diese Rollen, in dieses Düstere, weitaus besser ran, als immer in diesen Komiker zu spielen, was er jetzt öfters schon getan hat. Also, nächster Film, Sleepy Hollow, ziemlich cool. Ich habe wieder einen lustigen Film für euch, den ich vor kurzem geguckt habe, nämlich The Voices. Hast du den gesehen mit Ryan Reynolds? Ryan Reynolds, wo die ganzen Tiere sprechen, weil er irgendwie crazy drauf ist. Psychothriller-Komödie. Und zwar, man kann sagen, er ist ein Psychopath. Und wenn er seine Medikamente nicht nimmt, fangen seine Tiere an, mit ihm zu sprechen. Und die Katze spielt so ein bisschen das Teufelchen auf seiner Schulter und der Hund ist das Engelchen. Und es passiert halt aus Versehen, dass er dann hier und da mal jemanden umbringt. Und das ist aber total lustig gemacht, aber irgendwie auch mega, also ein bisschen gruseliger als die anderen Filme, die ich euch vorgestellt habe bisher. Aber sehr unterhaltsam. Und deswegen finde ich das total sehenswert. Müsst ihr gucken. Willst du einen kleinen Insider-Effekt noch oben drauf bekommen? Wenn man den Film im Original schaut, dann spricht die Katze und der Hund werden auch von Ryan Reynolds selbst gesprochen. Und ich kenne den Sprecher von Ryan Reynolds, das ist ein Kollege von mir. Da muss man ihn doppelt gucken. Lieber Dennis, hallo. Dennis, einmal auf Deutsch dann schauen, damit man deinen Kollegen Dennis sieht. Gruß auch von mir. Und im Original einmal schauen, weil da spricht Ryan Reynolds auch beides. Also zweimal gucken. Voll cool. Bevor ich hier wieder so total finalisierend in die Kamera lächle. Und an dieser Stelle ein ganz kurzer und ganz wichtiger Break, denn ich verlose genau diesen Film nur noch heute auf meiner Facebook-Seite. Ihr könnt also The Voices gewinnen heute noch und dann wird es rechtzeitig zu Halloween noch zu euch nach Hause geschickt. Also checkt mal den Link dazu in der Infobox und ich wünsche euch viel Glück. Bring ich gleich noch einen Film mit Orphan. Also der ist jetzt dann tatsächlich schon was härter. Passiert jetzt auch, ist jetzt nicht dieser klassische Horrorfilm, bei dem du jetzt nachher auch völlig ängstlich. Was ist denn heute mit meinem SCH als Also ich Rheinländer? War ängstlich. Also ängstlich. Ich muss sagen, dass The Orphan ist einer meiner Lieblingsgruselfilme. Weil der du ist ängstlich. Jetzt nicht mega hart und mega Aber krasse scary. Geschichte schon. Aber das ist schon eine krasse Geschichte. Also ich hatte dann auch ehrlich gesagt Schiss. Ja, nee, man fühlt sich auch echt nicht wohl. Und ich finde, wenn man den dann geschafft hat, so von meiner Leiter her, dann kann man nachher, und da verlinken wir nachher noch drauf, ins andere Video gehen und die Filme sich dann trauen. Aber offen kurz erzählt ist die Geschichte von einer Familie, die hat eine Fehlgeburt, möchte aber eigentlich nur eine Tochter haben. Sie gehen ins Kinderheim, suchen sich eben dieses Mädchen aus und sie ist aber irgendwie seltsam. Und seitdem sie da ist, passieren auch sehr seltsame Dinge. Und um so ein bisschen im Pressetext zu bleiben, sie hütet ein sehr dunkles Geheimnis. Und ich liebe die Schauspielerin. Sie hat so voll das süße Engelgesicht und dann guckt sie wie der Teufel einfach. Und es ist eine Bitch. Es wäre auch das erste Kind, was ich geschlagen hätte. Ich feiere es trotzdem, die Art und Weise, wie sie spielt. Sehr, und sehr gut. Mein letzter Film ist jetzt auch der gruseligste von allen. Aber ich finde, der geht auch noch. Also danach kann man auch noch schlafen gehen, ohne das Licht anzulassen. Ist sogar sozusagen ein bisschen romantisch. Und total schön gemacht. Crimson Peak, ein Gothic-Schauermärchen für Erwachsene. Und läuft aktuell sogar noch im Kino, ne? Das wäre jetzt nicht für einen Videoabend, sondern man konnte erst ins Kino gehen und dann zu Hause die anderen Filme gucken oder umgekehrt. Zum Beispiel. Oder umgekehrt. Vor allen Dingen richtig, richtig schön gemacht. Es gibt zwei relativ brutale, schockierende Momente, aber an sich wird die Geschichte, es geht gar nicht so sehr um die Geister, sagen die im Film ja auch selber, dass die Geister nur eine Metapher sind für die Vergangenheit. Deswegen geht es eher so um ein psychisches Duell zwischen zwei Frauen und das ist super spannend und am Ende gibt es einen richtig geilen, bitchigen Catfight. Und den würde ich euch als letztes empfehlen. Das ist so der gruseligste von allen. So, what are your personal favorite horror movies of all time? I haven't really seen that many, but I think what my favorite is The Shining. I think that's a really great film. Oh, that's one of the best. Yeah. Und wenn ihr jetzt, wie gesagt, wir haben uns ja gesteigert, wenn ihr jetzt bereit seid für den richtig krassen Shit, dann klickt euch mal hier rein. Wir haben nämlich die besten Halloween-Horrorfilme aller Zeiten hier zusammengefasst. Mit Blut und Toten. Ja, genau. Und haben uns da gegenseitig abgestochen im Video. Wenn ihr das sehen wollt, dann guckt euch das sehr an. Gut, ja. Sehr gute Überleitung. Und hier kommt es zu meinem letzten Chrissys Kopfkino-Video. Und ich bedanke mich, dass ich hier Gast sein durfte. Danke, dass du da warst. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Videos Dominik und ich für Chrissys Kopfkino noch machen sollten in Zukunft. Sofort dabei. Bis dann. Ciao. Happy Halloween. Trick or treat, smell my feet, give me something good to eat. Not to pick and not to small, just the size of a pumpkin. Something in Canada. Boy!
Und jetzt noch ganz wichtig, eine ganz, ganz, ganz besondere Info für euch. Und dafür muss Dominik's Creepy Smile nochmal herhalten. Sorry, Dominik. Und zwar morgen um 18 Uhr kommt bereits ein Halloween-Special von mir raus. Auf zwei Kanälen, auf meinem Kanal und auf dem Kanal von Vivi und Danny, verlinkt in der Infobox. Und zwar ist es was ganz, ganz Besonderes, weil es der erste Kurzfilm ist, woran ich mitgearbeitet habe. Also ich hatte die Idee, also für die Grundidee und habe am Drehbuch mitgearbeitet und spiele die Hauptrolle. Und es ist ein riesiges, fettes Ding geworden. Es wird mir sehr viel bedeuten, wenn ihr morgen 18 Uhr da reinklickt. Und das wollte ich jetzt noch sagen. Es werden auch noch viele andere YouTuber in dem Kurzfilm mit vorkommen. Und deswegen guckt euch morgen ab 18 Uhr die zwei Videos an. Ich bin gespannt. Und jetzt guckt auf jeden Fall noch das andere Video, was ich mit Dominik gedreht habe. Klickt da drauf. Dankeschön und tschüss.